Das Video ist so geil. Also ohne Scheiß. Ach, ich könnte echt. Hat der einen Patreon-Account? Man muss ihn unterstützen. Das ist einfach übel geil, was wir hier zu sehen bekommen. Das ist so der Content, den wir auf YouTube brauchen, ohne Scheiß. Leute, es ist Zeit, dass du jetzt ein Abo und ein Like da lässt. Check meinen Partner Just Legends aus. Und falls ihr einen Gaming-Stuhl braucht, dann die von Adept. Deutsche Qualität zeichnet sich aus. Herzlich willkommen zur weiteren Reaktion auf Jules. Hier, auf den Spuren der antiken Memes. Ja! Leute, ich sag's euch ohne Scheiß. Jules ist so ein Kanal, den will ich nicht nur heiraten, mit dem will ich nicht nur Kinder zeugen. Das wäre so ein Kanal, wenn der sich von mir scheiden lässt, wäre trotzdem wie so ein Stalker. Ich würde jeden Tag würde trotzdem anrufen und sagen, wie geht's dir? Alles gut. Und er würde sagen, Alter, ich habe schon längst hier Klage gegen dich erhoben, dass du mindestens hier 800 Meter von mir Abstand halten musst. Und ich bin so, mir egal. Ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich. Leute, wir schauen rein. Auf geht's. In einen neuen Blockbuster. In ein ultra geiles, übertrieben, nices Video auf Full HD, volle Lautstärke. Wir geben uns mal wieder das Beste vom Besten aus dem Internet. Los geht's. Irgendwann gab es einmal einen ganz großen Knall. Durch diesen Knall gab es... Boah, ich liebe die Toad-Musik im Hintergrund aus Mario Party 1. Ganz viele coole neue Planeten. Auf diesen Planeten sind irgendwann Dinos entstanden. Ja, kennt ihr den? Und kennt ihr ihn? Und dann kamen wir. Ja. Ohne kenne ich auch. Erst waren wir so coole Fische, dann waren wir Affen und dann wurden wir zu Menschen. Dann haben wir angefangen, gegen Bäume zu hauen. Dann haben wir angefangen, Objekte aneinander zu hauen und hatten Werkzeuge. Unga Bunga. Dann gab es plötzlich so coole Zivilisationen. Wir haben ganz hohe Dreiecke gebaut und ganz viele andere Gebäude. Dann waren wir auf einmal so Typen. Ja, die Pyramiden haben Menschen nicht gebaut, das waren Aliens. Typen mit Eisen als Kleidung, die miteinander kämpften. Boah, ich liebe Monty Python. Zeit, sich die nächsten 1000 Jahre zu verprügeln und dabei dann immer lustigere Kostüme anzuziehen. Oh Mann, das Auto wurde erfunden. Und ganz schön viel neuer Fortschritt. Und Despacito, spiel bitte Alexa für mich. Okay, und es kann sein, dass in all diesen Jahren in der Geschichte... Boah, die Musik gedrückt. Was ist das eigentlich nochmal? Das ist ja Dingsbums. Ach, scheiße. Undertale, ne? Geschichte der Menschheit. Es ein paar Momente dazwischen gab, die auch dokumentiert wurden, an denen jedoch nicht alles ganz so normal gelaufen ist, wie man meinen könnte. Wow, heute geht es tatsächlich mal um echte Geschichte. Ich kann es kaum glauben. Wir schreiben 1941. Die polnische Armee befindet sich mitten im Krieg und marschiert durch die iranischen Gebiete. Der Alltag ist kalt und düster und die Streitmacht fürchtet sich vor den kommenden Gefahren des Krieges. Und doch unter den polnischen Soldaten. Ich finde, Krieg ist so ein Ding, wo man merkt, wie dumm Menschen sind. Weil das ist so sinnlos, auf allen Seiten dumm. Hat keine Logik, es verfolgt nur, das ist einfach nur 100% Dummheit. So, das ist so der Beweis, dass der Mensch dumm ist. Findet sich ein ausgewachsener syrischer Braunbär. Der Bär namens Wojtek war ein offizieller Teil der polnischen Armee, hatte eine Dienstnummer und unterstützte im Krieg, die Nazis zu bekämpfen. Er half... Deswegen haben wir verloren. ...den Soldaten dabei, die zu schweren Munitionskisten zu transportieren oder Bomben in die Schützengraben zu bringen. Er hat regelmäßige Ringkämpfe mit den polnischen... Das stimmt doch wirklich, Leute. Das ist kein Scherz gerade. Es gab diese Geschichte, das ist wirklich wahr. Man glaubt's nicht. Ich kenne es schon. ...Soldaten veranstaltet und war berüchtigt dafür, Zigarren zu essen und Bier zu trinken. Wojtek gelang es außerdem, einen arabischen Spion zu stellen und wurde dadurch zum höherstufigen Rang Corporal befördert. Hey, wer hat einen höheren Rang als ich? Er schlief im Zelt mit den anderen Soldaten, trug sehr gerne Mützen und fuhr regelmäßig im Auto. Warum war denn der nett zu den Leuten? Wie clever war dieser Bär? Aber was viele nicht wissen ist, Bären sind fucking gefährlich. Also ultra gefährlich. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer Frau, die so einen wilden Elefanten streicheln wollte. Die hat einen Elefanten gesehen im Urlaub, war so cool. Ich streichel den jetzt. Ein Elefant ist ein wildes Tier. Die wurde sowas von weggeschossen von diesem Elefanten. Das sind wie Nilpferde. Die sehen vielleicht ein bisschen lustig aus, sind aber ultra gefährlich, Mann. So bei Einsätzen mit. Der Bär wurde zu einer so großen Legende in der polnischen Geschichte, dass für ihn ganze Denkmäler errichtet worden sind. Almost heaven. Ritter hatten ja coole Schwerter und so. Aber Ritter hielten es auch damals für eine super lustige Idee, den Griff ihres Schwertes zu nehmen und einfach auf Gegner zu werfen. Waffen waren generell ein bisschen... Digga, was für eine Waffe, Alter. ...bisschen experimenteller damals. Die Vespa 150 Tab, mit der man Menschen hinterherfahren konnte und dann, naja... Die griechische Version eines Flammenwerfers, befestigt vorne an einem Schiff. Oder der berühmte Krummlauf, eine starke Kanone, die die... That's just wrong. Oder im Opiumkrieg des 19. Jahrhunderts, als die Chinesen an Feuerwerksraketen befestigte Affen auf britische Schiffe feuerten, um Chaos zu stiften. Im 15. Jahrhundert... Hast du die Affen da raus? ...Jahrhundert gab es regelmäßig ein Event namens Tanzplage, bei dem Leute so lange tanzten, bis sie aus Erschöpfung zusammenbrachen und dann irgendwann einfach starben. Jungs, wir brauchen eine Zeitmaschine. Angeblich wurden die Leute high durch einen Pilz, der im Korn gewachsen ist und dann in Form von Brot gegessen wurde. Liechtenstein zog man mit einer 80-Mann-Armee, also so circa 60% der Bevölkerung.
Ich würde sagen, Liechtenstein ist einer der Länder, wo man, keine Ahnung, wie oft schon auf Versehen eingewandert ist. Man wollte da nicht nur irgendwo hin. Und hoppala, wir sind gerade eingewandert in ein fremdes Land. Wir haben sozusagen einen Krieg begonnen, einen Angriffskrieg auf irgendeine Weise, weil wir mit Armee in ein anderes Land reingelaufen sind. Aber das wussten wir nicht. Liechtenstein ist so klein, das war uns nicht klar. In den Krieg und kam, ohne irgendwen angegriffen zu haben, mit 81 Leuten, also einem Mann mehr, wieder zurück. Okay, Leute, also einer von euch hat sich dazu gemogelt. Ich muss sagen, Liechtenstein, da würde ich gerne auch in die Armee gehen, weil ich habe das Gefühl, da sind die Verluste irgendwie ganz schön klein. Wer ist das? Der 81. Mann war wohl ein Österreicher, der sich der Truppe anschließen wollte. Oder das beliebte Katzenpiano, was einfach nur daraus bestand, dass man mit dem Drücken der Tasten einen Stachel in die Katzenschwänze rammte, die durch das Aufschreien dann unterschiedliche... Ich gehe mal das zurück. Das ist der Beweis, dass Menschen dumm sind. ...Töne von sich gaben. Aber woher wusste man, wie hoch die Geräusche von den Katzen sind? Die Stimmen sind nicht immer gleich, ne? Oh, und was ein wunderbarer Tag in Boston 1919. Was rieche ich denn da? Etwa Zuckersirup? Wie bitte? Eine riesige 7 Meter hohe Zuckersirupflut fließt durch die Stadt und tötet 21 Menschen dabei und lässt die Hälfte von Boston in Trümmern zurück, nachdem ein Tank mit 9 Millionen Litern Zuckersirup einfach explodiert ist? Ah ja, die große Zuckersirupflut von 1919. Wer kennt sie nicht? Sowieso sind Leute auch damals wegen den verrücktesten Dingen gestorben. Ein Mann namens Henry Ziegland wurde mal... Fun Fact, solche Aufnahmen waren tatsächlich super gefährlich. Also man war so, hey, das müsste sich schon ausgehen, das probieren. Und diese Darsteller damals, die waren alle so ein bisschen größenwahnsinnig. Die wollten für den Lacher, für den geilen Humor solche Effekte darstellen. Aber es war nicht ganz ungefährlich, weil es hätte auch schief gehen können und ihm voll auf die Fresse fliegen können. Ist ein Ding gestorben. Ein Mann. Ist es Master Keaton? Wer war das? Namens Henry Buster Keaton. Buster Keaton. Muss sagen, irgendwas mit Keaton, dieser Typ doch. Ziegland wurde mal fast erschossen, als eine Patrone knapp an seinem Kopf vorbei in einen naheliegenden Baum flog. Ein paar Jahre später versuchte er dann, den Baum mit einer Axt zu fällen, was allerdings mit seiner Axt nicht funktionierte. Und so nahm er Dynamit, um den Baum in die Luft zu sprengen. Und bei der Explosion ist die Patrone mit voller Geschwindigkeit in sein Gesicht geflogen und er ist sofort gestorben. 20 Jahre, nachdem die Patrone abgefeuert wurde. Der Schneider Franz Reichelt dachte, er hätte den Fallschirm erfunden. Man wollte ihn austesten, indem er selber damit vom Eiffelturm springt. Das hier war der falsche. Wieso bindet man nicht erstmal irgendwas anderes dran, was ähnlich schwer ist und testet das ganze Ding einfach mal? Physik. Ja, es gibt vom Sprung auch tatsächlich Footage, doch den Aufprall erspare ich euch lieber. Ein Typ namens Walter Summerford wurde in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen und gelähmt. Und als er dann schließlich 1932 in Frieden sterben konnte, wurde nach seinem Tod nochmal der Grabstein... Was war denn das jetzt gerade? ...von einem Blitz getroffen. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. 390 vor Christus. Es gibt so Typen namens Gallier und es gibt Römer. Die Gallier, ganz schön wütend... Was für ein Game ist das? Irgendwie Clash of irgendwas, ne? ...wollen Rom einnehmen, haben aber keine Chance, die Stadt bei Tag zu stürmen. Das Game kenne ich sogar. Oh, was hieß es nochmal? Also schlagen sie nachts zu und versuchen bei Dunkelheit heimlich über eine Mauer in die Stadt zu klettern, während alle anderen am Schlafen waren. So sah das ungefähr in echt aus. Und oben auf der Mauer stehen ein paar Gänse, sehen das und machen genau das, was Gänse halt eben so... machen. Gefühlt ganz Rom wacht plötzlich durch das Quaken der Gänse auf und die Soldaten konnten somit verhindern, dass Rom von den Galliern eingenommen wurde. Und weil die Römer halt Römer waren, bauten sie daraufhin einen riesigen Tempel für die Gänse, in dem die Tiere für den Rest ihres Lebens wie Götter behandelt wurden. Ganz schön cool, nicht wahr? Und weil die Hunde in dieser Nacht keinen Alarm geschlagen haben, haben die Römer seit diesem Tag jahrzehntelang jedes Jahr aufs Neue ein Fest veranstaltet, bei dem Hunde als Bestrafung abgeschlachtet wurden, während die Gänse... Warum sind Menschen so scheiße? Was ist denn los? Was? Sag mal, ach, ich weiß nicht, vielleicht sollen wir auch nicht überleben. Wenn sie an der Seite auf lilanen und goldenen Kissen sitzen mussten und zusahen, wie zahlreiche Hunde in einem großen Feuer verbrannt wurden. Ich kenn's immer nur so, warum macht ihr das? Ich versteh's nicht. Auch Hühner waren heilig zu der Zeit. Die Römer benutzten mehrmals den Rat von Hühnern, um militärische Angriffe zu planen. Wenn Hühner das Futter aßen, war das ein gutes Omen für einen Feldzug. Und wenn nicht, wurde der militärische Angriff wieder abgeblasen. Dankeschön, was reicht für Level 5? Ja, dankeschön. Wir brauchen noch 11 weitere Personen, die das schaffen. Gerne zocken, Leute. Und wir brauchen noch... Warum steht denn da 17 Personen, die Chapter 13 erreichen müssen? Ach so, weil wir es geschafft haben schon. Stimmt, wir hatten ja vorher 9 von 10. Also
8 von 9. Sag mal, 9. Wir haben es schon geschafft. Dankeschön, Leute. Ihr habt doch gar nicht gespielt. Warum spielten ihr schon vor? Was soll denn das? Aber gleich spielen wir, Leute. Gleich spielen wir. Okay. Aber dankeschön. Gott, was ist das für ein Minecraft-Sound gewesen? Oh, wow, Leute. Das seilige Huhn hat gesprochen. Lasst uns all unsere. Man kann nicht auf Hühner hören, Mann. Soldaten. Die haben doch keine Ahnung von nix. In den Tod stürzen. Yeah. Schnell! Tötet ihren Kriegsstrategen. Doch auch zahlreiche Heldenstories von Menschen finden ihren Platz in den Sagen der merkwürdigen Geschichten. Es gab mal einen berüchtigten Mann namens Mad Jack Churchill. Er kämpfte als britischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. Die Schusswaffen im Krieg waren sehr, sehr tödlich. Ein falscher Schritt an der Front und man war sofort Hello Kitty Schuh tot. Das Video ist so geil. Also ohne Scheiß, ach, ich könnte echt. Hat er einen Patreon-Account? Man muss ihn unterstützen. Das ist einfach übel geil, was wir hier zu sehen bekommen. Das ist so der Content, den wir auf YouTube brauchen, ohne Scheiß. Bei der Landung in der Normandie sprangen die schwer bewaffneten Soldaten aus ihrem Booten. Und in erster Reihe Mad Jack Churchill mit einem fucking Breitschwert aus dem Mittelalter. Er war dafür bekannt, im kompletten Zweiten Weltkrieg mit einem Breitschwert zu kämpfen und Gegner mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Stell dir vor, du bist ein... Naja, aber das wiegt weniger, ne? Er war schneller vielleicht. Ein Soldat an der Front, du hast eh schon Angst um dein Leben. Und plötzlich rennt da ein schreiender, 2 Meter großer Soldat mit Schwert auf dich zu. Er war außerdem bekannt dafür, vor dem Kampf ganz laut Dudelsack zu spielen. Das war das Beste sogar, dass er einfach für gute Laune gesorgt hat. Weil das stärkt ja Menschen. Den Soldaten Mut zu machen, so als wäre das ein fucking +10 Stärke-Buff aus einem Video. Ja, das glaube ich wirklich sogar, dass das Leute aufheitert und dass Menschen brauchen irgendwas Gutes in so einer traurigen Zeit. Und jetzt nach Feuerresistenz! Vielleicht hat er auch einfach nur Age of War gespielt und vergessen, auf die nächste Entwicklungsstufe abzugraden. Aber ein Soldat, der hunderte Nazis mit einem Schwert abschlachtet, schien vielleicht dann doch etwas aufzufallen. Oder im Jahr 1066, als die Engländer die Wikinger verfolgten. Ja, Torbjörn ist hier unten. Man sieht es wegen dem Chat nicht. Aber hier Overwatch, Torbjörn, habe ich super oft gespielt früher, weil ich kein Aim hatte. Krass. Die Flucht ging schon ein paar Tage und die englische Armee rückte immer mehr auf. Da entschloss sich ein einziger Wikinger dazu umzudrehen, sich auf die Brücke zu stellen und 15.000 Soldaten den Weg zu versperren. Ein einziger Wikinger. Los Leute, was steht denn rum? Greift ihn an! Son Goku, Frieza, Super Saiyan wird er da gerade ganz frisch auf Namek. Heute ihr müsst Dragon Ball gucken. Das war wirklich, das war toll. Nein, ehrlich, ich hätte das Gespräch sehr gerne gehört. Bro, bist du dumm? Wir sind 15.000 Mann, du wirst sterben. Ganze 40 Soldaten schaffte er mehrere Stunden lang mit in den Tod zu reißen, bevor ihn jemand unter der Brücke aus seinem Fass heraus in die Eier stach. Der sogenannte Berserker von Stamford Bridge ging in die Heldengeschichten ein und aber ich muss sagen, 40 Kills bei 15.000 gegen einen ist ziemlich solide. Zahlreiche Baden waren alle so, boah, ich will nicht ran an den Typen, irgendwie kein Bock jetzt wegen einer Person zu sterben. Lieder über dieses Ereignis. Und eine Person war ein Held in einer sehr besonderen Weise. Wir schreiben das Odysseus? Jahr 340 vor Christus im antiken Griechenland. Die Stadt ist voller schlauer Philosophen, gebildeten Mathematikern und randvoll mit Leuten, die jede 3 Sekunden irgendetwas Neues erfinden. Einer dieser Philosophen im antiken Griechenland war ein Mann namens Diogenes. Er lief regelmäßig nie gehört. Bei helllichtem Tageslicht mit einer Lampe. Dann ehrenlos gekillt, ja, das ist schon wack. Also ein bisschen Anstand muss schon sein. In der Hand über den Marktplatz. Und wenn man ihn fragte, warum er bei Sonnenschein eine Lampe tragen würde, sagte er, ich suche nach einem ehrlichen Mann. Und ging weiter. Er lebte in einem Kannst aber lange suchen. Keramiktopfen. Männer, alles Lügner. Mitten auf der Straße, war bekannt dafür, von zahlreichen Hunden begleitet zu werden und regelmäßig in die Lehrstunden von Plato, einer der größten Philosophen der Menschheit, zu gehen und den Unterricht mit lautem Essen und Verzehren von Speisen zu stören, einfach weil er es lustig fand. Als er eines Tages mal einen Bogenschützen beim Üben sah und merkte, dass er wirklich keinen einzigen Pfeil traf, saß er sich daneben und sagte zu ihm, danke, das hier ist der sicherste Ort der Welt. Außerdem war er bekannt dafür, Leute, die ihn in irgendeiner Weise belästigten, einfach so mitten in der Stadt anzupinkeln. Und als was ist denn das für ein Troll? Als die Stadt Korinth mal von einer Armee angegriffen wurde, fingen alle anderen Menschen in der Stadt an, panisch umherzuschreien und ziellos durch die Gegend zu laufen. Als Diogenes das sah, nahm er ein Fass in die Hände und rollte es mehrmals einen naheliegenden Hügel hoch und danach einfach wieder runter. Und als Leute ihn fragten, was er denn da machen würde, sagte er, ich versuche nur so nützlich zu sein wie alle anderen hier. Seine Todesursache ist etwas umstritten.
Was war das für ein Typ? Die meisten Quellen sagen jedoch, er hätte die Luft angehalten, weil er keine Lust mehr hatte zu leben. Auch wenn man darüber streiten kann, ob das überhaupt geht. Oder er hat einen rohen Oktopus gegessen und ist somit an einer Vergiftung gestorben. Wir sehen also, antikes Shitposten war schon immer ein Ding. Als 79 nach Christus der Vesuv in Pompeji explodierte, wurde die komplette Stadt mit ganz schön viel Asche überschüttet und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Vulkan. Das Ganze hat ein paar gute Memes hervorgebracht, wie zum Beispiel der Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu Er hat nicht masturbiert, oder? Oder? Masturbieren. Der Typ, der von der schmerzhaften Asche verschont wurde und dann von einem fallenden Stein getroffen wurde. Oh Mann, wie gemein ist das denn? Guck dich den mal an. Oh, wie kann... Oh, es ist... Oh, das ist echt viel Pech. Und was auch überlebt hat, sind die antiken Schriften an den Wänden der Stadt. Hier ein paar Weisheiten von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Oh, die Halo-Mucke, ich liebe sie. Am 19. April... habe ich Brot gebacken. Weint ihr Mädchen, mein Penis hat euch aufgegeben. Jetzt dringt er in Männerhintern ein. Wow! Nicht schlecht, Digi. L'Espanios, du kotest überall hin. Hallo alle zusammen. Ich habe meinen Topf verloren. Wer den findet, kriegt 65 Bronzemünzen. Wir zwei sind beste Freunde und waren hier. Unsere Namen sind Gaius und Aulus. Wow, was ist schön. Best friends forever. Dazu kommen noch zahlreiche Bilder von riesigen Genitalien, sehr vielen Was hatten Menschen schon immer mit ihrem Penis? Was ist denn das Problem? Warum spielt das eine krasse Rolle? Oder hässlichen Gesichter. Und auch in einer Höhle, in der vor vielen Jahrhunderten mal Wikinger überwinterten, wurden sehr viele Meter... By the way, Vikings habt ihr gesehen? Geile Serie. ...weit oben an der Decke Runen gefunden, die einfach nur sagen, diese Runen sind sehr weit oben. Oder diese Runen wurden von mir, Trollvier Kolbornzorn, gezeichnet. Und auch in alten Zeitungen wurden die ersten Memes gepostet. Wie du denkst, wie du aussiehst, wenn man ein Foto von dir macht. Wie du wirklich aussiehst. Gar nicht mal so schlecht. Und auch Künstler haben ordentlich geshitpostet. Sei es die Komposition von Mozart namens Leck mich im Arsch. Nein. Das ist doch gerade ein Scherz. Oder die zahlreichen Künstler im Mittelalter, die aus bis heute immer noch unerklärlichen Gründen extrem viele Gemälde malten, in denen Ritter gegen riesige Schnecken kämpften. Die Idee ist halt cool, oder? Wieder Torbien. Populäres Meme vor dem Internet war zum Beispiel, sich auf sehr hohe Flaggenpfosten zu setzen, um anderen Leuten zu zeigen, dass man über ihnen steht. Das Ganze wurde durch die lokalen Zeitungen zum neuen, coolen Trend. Und somit ging die erste virale Medien-Challenge namens Flagpole Sitting los. Also das hat nichts mit Social Media zu tun oder TikTok oder so. Das ist in uns. Wir sind halt einfach scheiße. This is a wonderful world. Irgendwann ging es dann nicht mehr darum, wer am höchsten sitzen kann, sondern am längsten. Der Rekordhalter war der sogenannte Schiffswrack Kelly mit 49 Tagen, nachdem er lernte, im Stehen zu schlafen und den Regen auszuhalten. Und man kann wirklich sagen, die Leute haben das Ganze auf die Spitze getrieben. Vielleicht lasse ich doch einen Dislike da. Ein weiterer Trend aus dem 20. Jahrhundert war, zwei Züge absichtlich mit voller Wucht gegeneinander krachen zu lassen. Den Zügen wurden davor lustige Namen gegeben, wie zum Beispiel Old Man. Gut, das verstehe ich aber, das ist schon cool. Schaden und Peng und Bumm, das ist schon geil. Depression. Old Man Depression is starting too. Watch them come together. There it is. Wow. Tausende an Leuten erschienen zu solchen Events. Wäre ich auch dabei gewesen, klar. Einfach Thomas, ja klar. Ah ja, und wo wir gerade bei Zerstörung sind. Kriege wurden damals auch aus den verrücktesten Gründen angefangen. 1325 gab es in Italien eine Streitigkeit zwischen dem Staat Modena und Bologna. Ein paar Modena-Soldaten dachten sich, wie fangen wir am besten einen Streit an? Und so klauten ein paar witzige Typen einen Eimer aus dem gegnerischen Dorf. Wir werden so sauer sein. Die Leute aus Bologna wurden ganz schön wütend und schickten daraufhin 32.000 Soldaten los. Und so startete der Eimerkrieg von 1325. Gegen einen Eimer. Das ist wie auf dem Kindergarten-Pausenhof so. So, der hat mich Blödmann genannt. Jetzt schubse ich den. Ganzen 2000 Toten. Auf einer Insel in Westamerika waren Amerikaner und Briten stationiert. Ein dickes Schwein lief eines Tages über die feindliche Grenze, wurde von der anderen Seite getötet und den Rest könnt ihr euch denken. Der römische Kaiser mit dem Namen Caligula hat sogar mal Krieg gegen Neptun angefangen.
den Gott des Meeres. Naja, wie führt man einen Krieg gegen einen nicht realen Gott der Mythologie? Klar gibt's den. Genau, man befiehlt seinen Truppen zum Wasser zu gehen und mit Waffen auf das Meer einzustechen. Hey, meint ihr, es gibt später noch was Leckeres zu essen? Wahrscheinlich wieder Hühnchen. Die Soldaten sollten außerdem Seemuscheln einsammeln als Kriegstrophäen. Und als sie unversehrt zurückkamen, erklärte man den Krieg als gewonnen. Du wirst niemandem mehr wehtun, verfluchtes Gewässer. Die österreichische Armee kehrte einmal zurück zu ihrem Hauptcamp nach... Oh, Österreich, pass gut auf. ...dem sie das naheliegende Gebiet ausgespäht hatten, um eventuell die gegnerische türkische Armee zu lokalisieren. Boah, die Mucke im Hintergrund, Star Fox. Mann, es ist Nostalgie des Todes hier. Die Andaler schon etwas betrunken waren und die... Oder auch Lilith Wars damals noch genannt. ...Nacht auch schon angebrochen war, hielten die zurückkehrenden Soldaten das Camp für das gegnerische Lager der Türken und schossen einfach drauf los, während sie bis zum Morgengrauen unwissend ihre eigenen Österreicher töteten. Zwei Tage später kam dann die türkische Armee an und sah den riesigen hinterbliebenen Leichenhaufen. Alle waren so, sind die eigentlich vollkommen blöd? Gestorben durch Eigenbeschuss. Wer würde gewinnen? Österreich? Cäsar wollte mal eine Stadt auf einem Hügel einnehmen und ließ eine riesige Mauer um den Hügel herum bauen, um die Gegner einzusperren und die Stadt zu belagern. Die Gegner waren aber schlau und ließen vorher Briefe aussenden, um Verstärkung anzufordern. Als Cäsar mitbekam, dass von außen Gegner kommen würden, ließ er schnell eine zweite Mauer um ihn herum bauen und befand sich somit innerhalb einer Mauer, die beide Seiten auf einmal bezwingen konnte. Okay. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Es gab einen Typen in China namens Tong Xiguan im 19. Jahrhundert, der, weil er bei seinen Prüfungen verkackte, wirklich sehr große Albträume hatte. Albträume wie zum Beispiel dieser hier. Hallo Sohn, du bist der Bruder von Jesus Christus. Und was macht man, wenn man träumt, man sei der Bruder von Jesus? Richtig, man gründet eine neue Religion. Jawoll! Macht sich zum Propheten, sucht sich ganz viele Anhänger, die einem folgen, versucht China zu stürzen, weil alle, die dir nicht glauben, dass du der Bruder von Jesus bist. Alles nur wegen dem Traum. Das ist irgendeine Scheiße. Alter, was ich schon geträumt habe, würde ich den Traum ernst nehmen, da wäre ich auch schon 80 Mal ein Prophet geworden. Dämonen sind und startet den dritttödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, bei dem 25 Millionen Leute sterben. 25 Millionen? Wann war das nochmal? Gab es damals überhaupt so viele Menschen schon? Das sind ca. 8 Millionen Menschen mehr als im Ersten Weltkrieg, weil ein Typ träumte, er sei der Bruder von Jesus. Oh Gott, ich werde niemals mehr... Alter, was ist das für eine rassistische Darstellung von Tom und Jerry? Das war halt damals noch normal, ne? In einer Prüfung durchfallen. Ich feier so ein bisschen, muss ich sagen. Wir nähern uns der Endstation. Ist der Ohio. Die moderne Version von Orten der Geschichte, wo irgendetwas nicht so ganz richtig läuft. Laut dem Internet ist Ohio ein Ort, an dem die physikalischen Gesetze nicht so wirklich funktionieren, wie sie es eigentlich tun sollten. Und dabei willst du eigentlich nur schlafen. Doch ein riesiges XXL-Ungeheuer bedroht mal wieder die Bevölkerung. Laut dem Internet werden auch die verschiedensten Fortbewegungsmittel benutzt, um in Ohio zur Arbeit zu kommen. Der Zug war ja mal übel geil. Nicht mal Minecraft spielen kann man in Ohio, denn der Sandtempel läuft einfach vor dir weg. Und jeder in Ohio hat seinen eigenen Mini-Shrek zu Hause. Aber schauen wir doch mal, was die wirkliche Faktenlage zu Ohio ist. In Ohio gab es 1895 gerade mal zwei Autos in der ganzen Stadt. Beide Autos haben es trotzdem irgendwie geschafft, aneinander zu crashen und einen Autounfall zu bauen. Aus Ohio kommen verschiedene Prominente, wie zum Beispiel Albert Stevens, der radioaktivste Mensch, der je gelebt hat. Er machte 1945 bei einem Experiment mit, bei dem Forscher ihm ohne sein Wissen radioaktives Plutonium injizierten. Was man also macht, ne? Ganze 20 Jahre hat er überlebt. Es gab einen für die Wissenschaft berühmten Arzt in Ohio mit dem Namen George Washington Hitler und seinem Sohn Dr. Gay Hitler. Es gibt in Ohio sogar eine Straße, die nach ihm benannt worden ist. Natürlich absolut überhaupt nicht lustig. Der berühmte Gorilla namens Harambe wurde in Ohio erschossen, nachdem ein Kind in sein Gehege kletterte und man aus Panik den Gorilla einfach abknallen ließ. Es hätte mich erwischen müssen und nicht ihn. Das ist nicht fair!
Januar 2023 wurde eine Katze auf einem Baum gefunden, die positiv auf Kokain getestet wurde. Cat that was high on cocaine. Wow. Warum auch immer man eine Katze auf Kokain testet. Ach ja, Ohio. Der Fluss in Ohio ist seit Jahren bekannt dafür, regelmäßig in Flammen aufzugehen. A river on fire. Warum brennt das Wasser? Aus Ohio kommt außerdem Operation Gay Bomb, ein Forschungsprojekt, bei dem man versucht, eine Chemiewaffe herzustellen, die in Form einer Bombe alle getroffenen Soldaten mithilfe von Gasen extrem horny machen sollte, damit man sie problemlos angreifen kann. Was? In Ohio gibt es außerdem berüchtigte Gebäude, wie zum Beispiel das Wahlgebäude, bei dem keiner so richtig weiß, was drin ist. Ein riesiger Korb, der innen drin einfach leer steht, oder der größte Stempel der Welt. Ein neueres Event in der Geschichte von Ohio war, als im Februar 23 ein 3 Kilometer langer Zug mit 150 Güterwagen, in denen zu 90% gefährliche Chemikalien transportiert wurden, von den Schienen abgekommen ist und durch die Explosion eine riesige schwarze Chemiedampfwolke über Ohio entstanden ist. These aren't storm clouds. This is the fucking shit! Und ich meine, wer hätte all das ahnen können? Guckt euch nur diese unfassbar sicheren und modernen Schienen an. Was ist das denn? Auf denen die Züge in Ohio fahren. Ingenieur. Und dann gibt es noch Florida, der große Bruder von Ohio. Oh, nun, abgesehen von den fucking riesigen Alligatoren. Das war grad ein Scherz, oder? So riesig gibt's doch die Viecher nicht. Hey man, are you drunk? Oder dem wunderbaren Disneyland, gibt es ein gewisses Phänomen in diesem Bundesland, dem berüchtigten Florida Man. Florida Man, Florida Man, Florida Man, Florida Man, Florida Man, Florida Man, a man in Florida. Nun, das Ding ist, Florida ist das einzige Bundesland in Amerika, in dem ein Gesetz herrscht, das besagt, dass jedes staatliche Dokument offengelegt werden muss, inklusive Fahndungsfotos, Polizeiberichte und Notrufe. 911, what's your emergency? I would like to order pizza. Das sorgt dafür, dass sich Pizza Pepperoni das ganze Internet mit vollem Enthusiasmus auf diese Schlagzeilen stürzen kann, welche dann unter dem einheitlichen Namen Florida Man in Subreddits, Twitter-Seiten und Webseiten dokumentiert werden können. Natürlich gibt es seit dem Meme auch Fake-Schlagzeilen, wie zum Beispiel Florida Man kidnappt 27 Leute und zwingt sie 36 Stunden lang zum Kniffelspielen oder Florida Man versucht sich selbst einen Hirnschaden zuzufügen, um Skyrim nochmal das erste Mal spielen zu können. Was? Jedoch gibt es auch eine Vielzahl an echten Schlagzeilen. Ein typischer Tag in Florida und Florida Man bricht im Gefängnis ein, um seine Freunde zu besuchen. Hey, hey, stopp! Florida Man festgenommen, weil er den Notruf gewählt hat, nachdem man seiner Katze den Zutritt zum Stripclub verweigerte. Florida Man wird verhaftet, weil er Karate-Kicks an Schwänen ausprobierte. Florida Man beschmiert seine Hände mit Erdnussbutter und schlägt Nachbarn, der allergisch gegen Erdnüsse ist. Giftschaden plus 40% ist OP. Bitte nerven. Florida Man greift Nachbarn mit einem Samurai-Schwert an. Florida Man raubt Supermarkt aus, indem er den Kassierer mit Fingerpistolen bedroht. Menschen sind doch alle scheiße. Es ist unfassbar. Was, ich darf in den Stripclub? Wie gemein! Florida Man versucht, eine Bank auszurauben, nachdem er ein Zauberer $500 zahlte, damit er ihn unsichtbar macht. Ups. Oder die Zeit, als Florida von einem kommenden Hurricane bedroht wurde. Die erste Idee war, überall Ventilatoren aufzustellen, die gegen den Hurricane blasen, damit er eventuell wieder umdreht und auf Afrika zurast. Ich hasse... Ganz schön clever. Florida. Doch als man merkte, dass Ventilatoren nicht wirklich helfen können, kamen über 50.000 Leute aus Florida auf die grandiose Idee, sich zu versammeln, um gemeinsam auf den Hurricane zu schießen. Na, das ist Quatsch. Das hat man nicht gemacht. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach erfunden gerade. Niemand schießt auf einen Hurricane. Das wäre so dämlich. Jedenfalls war das der Plan der Facebook. Ja eben, das ist Quatsch. Das liegt in der Familie. Die Idee macht relativ schnell Schlagzeilen und überall machten sich Leute bereit, den Hurricane gemeinsam in die Flucht zu schießen. Der Sheriff von Florida warnte die Leute daraufhin dann in einem Twitter-Post, dass man den Hurricane nicht zum Umdrehen bringen würde und die Patronen durch die Zirkulationsbewegung vom Sturm mit voller Geschwindigkeit wieder auf die Erde... Ich würde sagen, weil ich glaube, so Projektile können dann auch mal ihre Richtung ändern. ...fliegen würden. Das ist genau das, was ein Hurricane jetzt sagen würde. Außerdem gab es Banger-Nachfolgergruppen, wie zum Beispiel vernichtet Hurricane Irma mit ganz vielen Flammenwerfer. Macht all eure Lichter aus, damit Hurricane Irma denkt, wir wären nicht zu Hause. Okay, dann komme ich wann anders wieder.
Und schlussendlich erreichte man mit den Facebook-Gruppen genau das, was man wollte. Und zwar das Thema groß zu machen, damit Leute für den Hurricane Vorkehrungen treffen konnten. Ja, so muss es nämlich sein. Ah ja, und es ist kein einziger Mensch erschienen, um auf den Hurricane zu schießen. Sehr gut, danke. Doch jeden Tag geht die Saga weiter von der größten Reality-TV-Show der Welt, dem berüchtigten Florida Man. Das Traurigste an Jules-Videos sind immer, dass sie irgendwann zu Ende sind. Danke für dieses unfassbare Meisterwerk. Ich bin wirklich, ich verneige mich vor dem Meister auf YouTube. Geilster Kanal ever. Also wirklich brutal, abonniert ihn. So ein krasser Typ. Das ist echt, das da, was schon, was ist das so? Dieser Kanal bräuchte mindestens 1 Million Abonnenten. Wenn nicht sogar 2, 3 so. Warum haben Leute wie, hier jetzt YouTube einfügen, 3 oder 4 Millionen Abonnenten teilweise? Aber was ist dann das hier so? Das ist doch nicht, das ist nicht logisch, Mann. Was ist denn, Leute, abonniert den Mann. Bis dann, ciao. Und bis dann.